Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Dragon Friday. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist hier Dr. Champ, den wir ein bisschen einheizen müssen. Im letzten Part haben wir es nicht mehr ganz geschafft. Wir müssen einfach eigentlich immer nur seinen Hintern frittieren. Auch wenn ich nicht wissen will, wie der schmeckt, aber... Na komm. Ja. Genau. Das zweite Mal war es ja so. Ich muss eigentlich nur schnell genug sein. Ja. Weil er hat eine gewisse... Ja. Ich muss halt... seinen Hintern treffen. Ja, das ist Nummer 3. Edelsteine gibt es. Oh. Oh, da unten sehe ich noch einen Edelstein. Und hier auch. Okay. Da unten habe ich... Ah ne, das war die Fee, die wir... Da unten glitzert doch aber noch was. Ah, okay, das ist so ein Ding. Okay. Wir haben doch schon alles. Na, schauen wir nochmal nach. Ja, wir haben hier alles. Das heißt, Level verlassen. Jawohl. ...1900 Edelsteine schon insgesamt. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so 5.000, 6.000 insgesamt in diesem Spiel gibt. So. Dann wollen wir erstmal zum nächsten Level. Aber ich muss das Level erstmal finden. Nachtflug hier. Und rein da. Oh, schöner Sternenhimmel. Bin mal gespannt, was uns erwartet im Nachtflug. Ah, okay. Alles klar. Oh, schön. Also gibt es doch diese Mini-Levels. Okay. Oh Gott. Glaube ich schon verloren, oder? Man muss das, glaube ich, im First Try schaffen oder so. Ja. Aber ich finde es schade, dass man sich keine Fehler erlauben darf. Ja. Neuer Versuch. In Spyro Enter the Dragonfly ist es in einigen Situationen so knapp. Da geht es um Millisekunden. Ein, zwei Fehler, finde ich, darf man sich erlauben. Da sind die Entwickler wohl knallhart. Ich hoffe nicht, dass es hier auch der Fall ist. Ich habe den schon wieder nicht bekommen. Habt ihr mit? Habt ihr gesehen? Noch immer. Aber die Animation hat auch schon in Spyro the Dragonfly gehabt. Schön. Oder beibehalten. Neuer Versuch. Ah, kann ich so schneller fliegen, so ein bisschen?
weiß es nicht. Ich versuch's einfach mal. So. Ja, da habe ich wieder Zeit vertrödelt. Dankeschön. Oh Gott. Ja, ist klar. Oh Gott. Ich würde sagen, ich gucke mir erstmal die Strecke, obwohl ich habe nicht so viel Zeit, mir die Strecke anzugucken. Finde ich immer schade von den Entwicklern. Neuer Versuch. Oh Gott. Damit werden wir, glaube ich, den ganzen Part beschäftigt sein. Es ist so, dann schauen wir einfach. Wir haben zwar nur 20 Sekunden, um uns umzuschauen, aber... Ah, okay, es geht nach oben. Okay, so schwer war es dann doch nicht. Dass ich das jetzt schaffe, aber wenn, wäre heftig. Ja, nein! Oh mein Gott. Feuerversuch. Er hätte ja noch zählen können. Keine Ahnung, warum ich das immer nicht hinbekomme. Oben geht's, aber sobald ich nach unten eine Truhe oder irgendwas ansteuern will, geht's nach hinten los. So. Und Lichter müssen wir auch noch anmachen. Okay. Wo waren denn bitte schön die Lichter? Die habe ich gar nicht gesehen. Ah doch, da sind sie. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier. Verschiedene Reihenfolgen aussuchen. Gut. So. Drei Stück noch. Oh Gott. Gott, ich muss nicht durchfliegen. Das reicht so. Oh Tor, wo ist die nächste? Alter, das ist ja sowas von knapp. Ich muss erstmal gucken, wo diese Lichter überhaupt sind. Vielleicht fressen die am meisten Zeit, das weiß ich nicht. Wenn ich das in diesem Part nicht schaffen sollte, mache ich es natürlich offscreen. No? Hm. Ganz schön knapp.
das eine Lampe? Das sind mehrere Lampen. Vergessen noch, da hinten ist. Oh, Alter, die ist ja richtig fies da hinten. Wie macht man das denn am besten? Da hinten ist die letzte Lampe. Neuer Versuch. Ja, die Entwickler haben das ganz schön schwer gemacht. Eine dritte Lampe. Also müsste ich dann sozusagen so einmal umfliegen. Und dann müsste ich hier lang und dann so lang. Okay. Ich will mal versuchen, die Lampen als erstes zu machen. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Erfolg. Zeit fressen. Und die geben auch immer nur 2 Sekunden. Weil das andere kannst du irgendwie schon, ja, bewältigen, wie man sieht. Mehr oder weniger. Das wird knapp. Darf ich keinen Fehler machen. In welcher Reihenfolge soll man das denn bitte machen? Selbst wenn ich das so mache, wie die Entwickler das wollen, also jetzt hier als erstes die hier machen, hab schon verhauen. Ist aber auch sehr, sehr knapp bemessen. Also die Spieletester, die da vorgespielt haben. Das zum Thema Bugs. Neuer Versuch bitte. Das ist doch nicht wahr. Ein paar Sekunden verloren. Du brauchst, glaube ich, einen perfekten Versuch.
freue mich schon auf die Zeitrelikt der Bandicoot. So, noch eigentlich, wenn man sich gut konzentriert, geht das. Irgendwie bei mir. Wollen die Entwickler das also so hoch, okay? Ja, komm schon, Spyro! Nein, zwei Lappen haben mir gefehlt. Oh, jetzt weiß ich, wie die Entwickler das wollen, okay. Paar Sekunden habe ich noch gut, kann ich noch gut machen, ja, vielleicht fünf höchstens, aber mehr ist da auch nicht drin. Ist klar, wie knapp das war. Oh Gott. Beenden. 60 Edelsteine haben wir bekommen. Schön. Wahnsinn. Ah ne, mehr sogar. Denn das nächste Level für uns. Ich vermute mal da hinten. Nein! Okay, dann müssen wir eigentlich schon zum Ballon. 100%, okay. Wo ist das Bayer? Dankeschön. War nicht noch irgendwo eine Eishöhle? Irgendwo Eishöhle gelesen habt. Worauf ich mich eigentlich schon gefreut habe. Ging es hier nicht um irgendwo? Lesen, Eishöhle irgendwo. Doch, da unten. Meine ich doch. Eishöhlen. Achso, mehrere. Okay. Handbuch. 1, 2, 3, 4, 5 Drachen, 400 Edelsteine. Dafür kein Drachen.
Basement. Das ist alles Edelsteine. Versuchen nämlich eiskalt mit Stäbeln zu bewerfen. Ich glaube es nicht. Hier haben wir den ersten Drachen. Ulrich. Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Alles klar, Bro. Gern geschehen für die Rettung. Gehen wir mal weiter. Geht's anscheinend weiter. Greifen die Fledermäuse nicht an. Die kommen eher zu mir. So. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ah, okay. So gehen die runter. Okay. Dich befreie ich gleich, wo du bist. Wie sich das anhört, wenn Spyro läuft, müsste ich nicht machen. Ups. Oh, sogar Schneespuren. Hier braucht man wieder einen Schlüssel oder sowas in der Art oder eine Rakete oder sowas. Trotor. Psst, Spyro! Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden. Alles klar. Meint er die hier oder was? Ja. Scheiße. Ah, okay. Ja, danke für den Edelstein. Jetzt alle hier, ja. Jo, Bro, was geht? Das sieht gut aus, dann befreien wir dich mal hier. Andor. Danke, dass du mich befreit hast. Dankeschön. Du bist, glaube ich, der erste oder vielleicht auch der zweite Drache, das sagt. Ist doch nicht so schwer, Danke zu sagen. So. Stone.
Quarks, warum kommst du nicht an die... Achso, hier rum. Okay. Zack. Und zack. Und zack. So. Oh, da geht's noch weiter. Müssen wir wahrscheinlich so runterstoßen. Erhalten. Triathlon. Oh. Oh, hier sind ja auch Edelsteine. Hab ich nicht gesehen. Nein, die sehen nämlich wie Lampen aus. Wenn da so Edelsteine drauf sind. Für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Aber er hat sich immerhin bedankt. Wiedersehen. So. Zeig. Ich aber so ein Zack. Vielleicht kommen wir da gleich noch hin. Gehen wir als erstes mal wieder zurück. Irgendwo ging es dem noch lang, oder? Hier zum Beispiel. Hier lang gegangen und dann irgendwo noch links, ne? Ja. Aha, doch, wir sind ja hier hoch. Stimmt ja. Ups. Wir sind ja hier lang gegangen. Alles klar. Wiedersehen. Oh ja. Haben wir dann noch den letzten Knochen? Wiedersehen.
bist du denn? Ragnar. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Wofür genau? Alle Drachen gefunden. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Dragon Friday wieder. Bis dann!